Raiffeisenbank Gunskirchen. Als regionaler Finanzpartner unterstützen wir die regionale Wirtschaft, fördern das Miteinander in der Region und begleiten unsere Kunden in die Zukunft. Meine Raiffeisenbank Gunskirchen. Sinnvolles Sparen und Finanzieren mit der Grünen Bank im Herzen von Oberösterreich. Das Umweltcenter der Raiffeisenbank Gunskirchen. Raiffeisenbank Gunskirchen, Bankstelle Pichl am Gemeindeplatz 4. Unser Team unterstützt Sie gerne. Kontaktieren Sie uns. Sport, Spiel und Spaß beim Teamplayer Fußballcamp 2022 für alle sportbegeisterten Kids von 7 bis 14 Jahren. Gleich jetzt anmelden auf teamplayer.cc. Teamplayer Laufschuhtest am 1. April 2022 von 11 bis 18 Uhr in der Oberfeldstraße 58 in 4600 Wels. Kommt vorbei und findet euren idealen Laufschuh. Alle Infos auf teamplayer.cc. Herzlich willkommen im Landgasthof Bruckwirt in Pichl bei Wels. Wir sind wieder für euch da. Unsere Küche bietet euch von Mittwoch bis Sonntag regionale Schmankerl von bodenständig bis ausgefallen. Ab sofort heißt es auch wieder Bühne frei für eure Veranstaltung. Feste feiern, ob im kleinen oder großen Rahmen. Die Familie Böcklinger freut sich auf euren Besuch. Bruckwirt-Böcklinger.com. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Wir sind für Sie dort, wo etwas los ist. Tägliche Top-News und unser regionales Online-Kaufhaus finden Sie auf regional-magazin.at. Endlich! Es wird nach 3 Jahren wieder Musical gespielt im Gymnasium Dachsberg. Der überaus starke Willibald. Die Handlung spielt in einem Mäusestaat, ist hochpolitisch und leider mit der russischen Aggression gegen die Ukraine top aktuell. Sichern Sie sich, da derzeit weniger als üblich angeboten werden können, ganz schnell Ihre Karten unter dachsberg.at. Es ist endlich wieder soweit. Nach 2 Jahren Pause geht's mit Vollgas wieder rauf von Landshag nach St. Martin. Der Fuchs-Silkolene-Motorrad-Berg-Europameisterschaftslauf wartet auf euch. Training Samstag, 30. April, Rennen Sonntag, 1. Mai 2022. Alle Infos gibt's auf bergrennen.at. Wenn das Sportfreunde Hochhauser Stadion in Pichl sehr gut gefüllt ist, dann kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Nachbarschaftstreffen zwischen dem SV Spar Hochhauser Pichl und der Union Oberndorfer Gunskirchen am Programm steht. Inbachtal gegen Grünbachtal, wie dieses Derby in der Bezirksliga Süd im Volksmund genannt wird, zieht auch in der ersten Frühjahrsrunde 2022 an die 400 Fans an. Unter ihnen auch sehr viele Chefs von regionalen Unternehmen. Dass die Firmenbosse selbst in schwierigen Zeiten ein offenes Geldbörserl für den Sport in ihrer Region haben, das sieht man beim Ehrenanstoß. Ja, ich muss sagen, also wir haben neulich auch gesprochen drüber und wir haben eigentlich keine Ausfälle bei den Sponsoren. Und man sieht es ja heute wieder, wir haben 3 Match-Sponsoren, Ball-Sponsoren gehabt, Firma Besta aus Gunskirchen, Firma Wimmer, Elektro aus Pichl und das dritte war die Raiffeisenbank Pichl-Gunskirchen. Sage ich jetzt einmal, normal heißt es Gunskirchen Pichl, aber wir sind in Pichl-Gunskirchen. Das heißt also, hier haben die Firmen nach wie vor eine offene Hand. Ja. Nein. Also, was jetzt speziell Pichl betrifft, muss ich sagen, wir haben ja 20 Jahre Firma Enthold zum Sponsor gehabt und haben voriges Jahr dann die Hochhauser Kirschberger Sparmarkt in Pichl und der Hannes Hochhauser, der Fleischhauer mit dem Stadionnamen und das für Jahre voraus. Also wir sind da gut aufgestellt. Sportlich ist es sowohl für Pichl als auch für Gunskirchen im Herbst nicht nach Wunsch gelaufen.
Mit jeweils 14 Punkten liegt man in der Bezirksliga Süd auf den Rängen 10 und 12 und hat zum vorletzten Frankenburg gerade einmal ein Guthaben von 3 Zählern, zu Schlusslichtbuchkirchen eines von 6 Points. Auf den Trainerbänken sitzen wohl auch aus diesem Grund neue bzw. fast neue Übungsleiter. Ja, ich war jetzt ganz lang bei der Union Weißkirchen, bin da ein Nachwuchsleiter noch nach wie vor, war da 6,5 Jahre Trainer, habe da mit der U12 quasi bin ich 6 Jahre mitgegangen und haben es dann in die Leistungsliga geführt und dort waren wir auch wirklich großartig unterwegs und habe jetzt den Schritt gehen wollen und auch müssen im Winter aufgrund der UEFA-Lizenz, die ich jetzt dann mache und ja, ich bin eigentlich wirklich sehr, sehr happy in Gunskirchen zu sein und toller Verein und ja, wir hoffen, dass es weiter so gut funktioniert und ja, dass wir dann die nötigen Ergebnisse und Punkte dann einfahren. Ja. Ich war 2 Jahre Nachwuchstrainer in der Leistungsliga in Grieskirchen, U16-18. War dort dann 1B-Trainer, bin dann aufgewachsen als Co-Trainer. Ich war insgesamt 7 Jahre Trainer in Grieskirchen. Nach Grieskirchen hat es mich dann verschlagen nach Buchkirchen. In Buchkirchen war ich 7 Jahre in der Kampfmannschaft und einen Aufstieg geschafft und in der Bezirksliga immer vorne richtig gute Erfolge erzielt. Und jetzt bin ich halt das erste Jahr in Bichl und ich bin richtig glücklich da. Nicht viel zu einem noch glücklicheren Trainer Stranzinger fehlt bei diesem Derby schon nach knapp 2 Minuten. Denn nach diesem Freistoß von Indrischi fehlt nicht viel zur Pichler Führung. Dass die Pichler Angreifer an diese Kugel nicht rankommen, dafür ist wohl auch der starke Wind, der an diesem Tag durch das Sportfreunde Hochhauser Stadion fegt, schuld. In der 24. Minute abermals ein Freistoß für die Stranzinger Elf. Wieder führt Indrischi aus und schon herrscht wieder Alarmstufe Rot vor dem Kasten von Gästegoli Metzger. Nur 3 Minuten später gibt es dann vor dem Heiligtum von Heimkeeper Sabur, der übrigens jahrelang den Kasten der Union Gunskirchen hütete, diese Szene zu sehen. Salihi bedient seinen Spielkameraden Ramani mit Köpfchen. Und dann fehlt nicht wirklich viel zur Führung der Thatcher Boys. In der 35. Minute dann etwas, das wir schon kennen. Es gibt einen Freistoß für Pichl. Natürlich führt wieder Indrischi aus und sorgt dafür, dass es mächtig viel Arbeit für Gunskirchens 1er Metzger gibt. Nur 120 Sekunden später kein Indrischi Freistoß, sondern ein Indrischi Stangler auf Piziak. Der Pichler Kapitän trifft das Runde aber nur suboptimal und lässt so die Megachance zur Führung der Heimelf aus. Pichl, wohl auch mit dem Vorteil, den Wind im Rücken zu haben, ist in Hälfte 1 dem 1:0 wesentlich näher als die Gunskirchner. So auch in der 41. Minute durch Ibrahimi nach einem Einwurf. Aber es könnten auch die Gäste mit einer Führung das Pausengetränk zu sich nehmen. Denn nach einer Ecke von der linken Seite in der 44. Minute kommt das Runde zum am langen Eck wartenden Tumfat. Bei seinem Kopfball fehlt kein halber Meter zur Gunskirchener Pausenführung. Kurz darauf schickt Schiri Völsner die Teams in die Kabinen und die 400 Fans, die beim Stand von 0:0 zwischen dem SV Sparhochhauser Pichl und der Union Oberndorfer Gunskirchen noch auf Tore warten, zum Essen und Getränke fassen. Raiffeisenbank Gunskirchen. Als regionaler Finanzpartner unterstützen wir die regionale Wirtschaft, fördern das Miteinander in der Region und begleiten unsere Kunden in die Zukunft. Meine Raiffeisenbank Gunskirchen. Sinnvolles Sparen und Finanzieren mit der Grünen Bank im Herzen von Oberösterreich. Das Umweltcenter der Raiffeisenbank Gunskirchen. Raiffeisenbank Gunskirchen, Bankstelle Pichl am Gemeindeplatz 4. Unser Team unterstützt Sie gerne. Kontaktieren Sie uns. Sport, Spiel und Spaß beim Teamplayer Fußballcamp 2022 für alle sportbegeisterten Kids von 7 bis 14 Jahren. Gleich jetzt anmelden auf teamplayer.cc.
Teamplayer Laufschuhtest am 1. April 2022 von 11 bis 18 Uhr in der Oberfeldstraße 58 in 4600 Wels. Kommt vorbei und findet euren idealen Laufschuh. Alle Infos auf teamplayer.cc. Herzlich willkommen im Landgasthof Bruckwirt in Pichl bei Wels. Wir sind wieder für euch da. Unsere Küche bietet euch von Mittwoch bis Sonntag regionale Schmankerl von bodenständig bis ausgefallen. Ab sofort heißt es auch wieder Bühne frei für eure Veranstaltung. Feste feiern, ob im kleinen oder großen Rahmen. Die Familie Böcklinger freut sich auf euren Besuch. Bruckwirt-Böcklinger.com. Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Wir sind für Sie dort, wo etwas los ist. Tägliche Top-News und unser regionales Online-Kaufhaus finden Sie auf regional-magazin.at. Endlich! Es wird nach 3 Jahren wieder Musical gespielt im Gymnasium Dachsberg. Der überaus starke Willibald. Die Handlung spielt in einem Mäusestaat, ist hochpolitisch und leider mit der russischen Aggression gegen die Ukraine top aktuell. Sichern Sie sich, da derzeit weniger als üblich angeboten werden können, ganz schnell Ihre Karten unter dachsberg.at. Es ist endlich wieder soweit. Nach 2 Jahren Pause geht's mit Vollgas wieder rauf von Landshag nach St. Martin. Der Fuchs-Silkolene-Motorrad-Berg-Europameisterschaftslauf wartet auf euch. Training Samstag, 30. April, Rennen Sonntag, 1. Mai 2022. Alle Infos gibt's auf bergrennen.at. Mit dem Essen und dem Trinken können sich die Fans Zeit lassen, denn Halbzeit 2 ist in diesem Derby nicht das Gelbe vom Ei. Jetzt hat die Datscha-Mannschaft den Wind im Rücken und damit, so wie die Stranzinger Elf vor dem Wechsel, ihre Probleme bei Flanken wie bei dieser von Bujak. Abschläge von Gästegoli Metzger fliegen jetzt fast übers ganze Feld. Hegedüsch, der im Winter von Galsbach nach Gunskirchen gewechselt hat, erläuft einen solchen. An seine Flanke kommt Gunskirchens Kapitän Popovic aber nicht so richtig ran. Nach genau einer Stunde bekommt Metzger wieder etwas Arbeit. Pichels Hattinger versucht's vom 16er, nicht schlecht, aber auch kein allzu großes Problem für den Gästetormann. Nur 3 Minuten später spielt es sich auf der anderen Seite des Platzes so richtig ab. Wieder ein weiter Ball Richtung Heimtor. Es gibt ein Laufduell zwischen Gunskirchens Hegedüsch und Pichels Keeper Sabur. Außerhalb des Heim-16ers kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden. Schiri Völsner zeigt daraufhin Sabur den gelben Karton. Eine Entscheidung, die natürlich von beiden Seiten völlig anders gesehen wird. Die einen wollen gesehen haben, dass es dafür den roten Karton geben müsste, die anderen, dass da gar nichts zu geben ist, weil alles regelkonform abgelaufen ist. Ein Schiedsrichterleben ist eben kein einfaches Leben. Danach passiert bis zur 5. Minute der Nachspielzeit nichts mehr. In der 95. Minute ist dann allerdings Pichl noch einmal sehr nahe dran, dieses prestigeträchtige Derby Inbachtal gegen Grünbachtal für die Inbachtaler zu entscheiden. Am Ende ist das 0:0 zwischen dem SV Sparhochhauser Pichl und der Union Oberndorfer Gunskirchen aber wohl das richtige Ergebnis. Allerdings hilft der eine Punkt keinem der beiden Nachbarn so wirklich weiter. Ja, aufgrund der zweiten Hälfte muss man sagen, dass es 2 verlorene Punkte für uns waren. Also wir waren wirklich über weite Phasen spielbestimmend und haben dann in der zweiten Hälfte meiner Meinung nach mit gefühlten 70-80% Ballbesitz das Spiel bestimmt. Und ja, es hat halt heute einfach nicht sein wollen. Wir waren vor dem Tor wenig zwingend. Aber wir können, glaube ich, auch zufrieden sein. Wir haben letztes Jahr nur 1 Punkt im Herbst auswärts geholt und haben quasi das Ergebnis schon wieder im Frühjahr im ersten Spiel egalisiert. Eigentlich bin ich
sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung heute. Gunskirchen selber ist ja eigentlich eine ganz gute Mannschaft geworden, jetzt aus dem Frühjahr aus. Sie haben sehr viele gute Spieler geholt. Ja. Und das Erste ist immer ein bisschen abtasten, wie starten wir ein in die Meisterschaft. Keiner kennt den anderen so richtig. Die Verhältnisse Meisterschaft ist noch nicht so richtig gegeben in der Mannschaft und das hat man heute auch gesehen. Ja, es waren beide Mannschaften, haben sie irgendwo neutralisiert. Ein Punkt für beide Mannschaften in der Situation, in der sie stecken, wahrscheinlich trotzdem ein bisschen zu wenig. Ich hätte mir gern mehr gewünscht, ja, aber ich bin mit einem Punkt genauso zufrieden.